Hi, ich bin Joyce. Ich laufe in 4 Tagen einmal komplett um Mallorca und dafür müssen wir jetzt ein bisschen einkaufen gehen, um uns vorzubereiten. Kommt mit. Aber vorerst durchwühle ich meine ganzen Schränke und meine ganzen Reisevorräte, denn diese ganzen kleinen Mini-Fläschchen hat man irgendwie viel zu viele und überall ist gefühlt nur die Hälfte drin und ich überlege gerade, was ich davon umfüllen kann und was ich vielleicht noch als ganze Packung mitnehmen kann. Dann habe ich alles wieder im Schrank verstaut und habe mir wie eine alte Frau einen Einkaufszettel geschrieben, damit ich ja nichts vergesse und dann geht's los in die Drogerie. Ich brauche es zwar nicht, aber ich nehme auf jeden Fall trotzdem meine Lieblings Waffeln mit Bio-Dinkel. So ist eingesteckt. Da es meistens meinen Concealer nicht gibt, wenn ich ihn brauche, kaufe ich ihn heute einfach mal auf Vorrat. Schlauerweise habe ich meinen Zettel zu Hause vergessen, aber wofür hat man einen Praktikanten? Er hat ihn mir natürlich zugeschickt per Foto. Zahnpasta, immer wichtig. Dann brauche ich noch ein paar Haarkuren, denn das Wetter auf Malle wird wahrscheinlich sehr strapaziös für meine Haare und ich nehme eigentlich immer die billigsten von der eigenen Hausmarke. Habt ihr eine bessere Idee? Dazu kommt jetzt noch Glisskur. Ich will jetzt hier wirklich keine Werbung machen, aber das ist richtig geil, um die Haare durchzukämmen. Ein kleines bisschen Deo kann nicht schaden und ich bin seit Jahren irgendwie auf hydrofugal eingestellt. Wusstet ihr, dass es Tagescreme mittlerweile als feste Waschseife gibt oder als festes Stoffdingens? Ich weiß nicht, ich probiere es heute nicht aus. Dafür wandert die Kernseife auf jeden Fall in meinen Beutel, denn Schatzi braucht die. Bei festem Duschgel bin ich wieder ganz vorne mit dabei, denn ich finde es gerade zum Reisen einfach mega praktisch. Aber Leute, bitte sagt mir mal, warum die alle so beschissen riechen oder stinken. Also kann man das nicht einfach in einem ganz neutralen Duschdeo-Duft herstellen, anstatt mit Kokos und Vanille völlig zu übertreiben? Für zu Hause packe ich mir nochmal Duschschaum ein und da sind die Gerüche auch nicht besonders dolle, aber ich liebe einfach Schaum im Vergleich zu normalen Duschgel. Und warum kauft man dann in der Drogerie immer viel mehr ein, als man eigentlich wollte? Ist das ein Problem von Frauen oder geht es Männern auch so? Apropos Männer, schaut mal, was ich gefunden habe. Es gibt jetzt Unterwäsche für Blasenschwäche für Männer. Finde ich ja cool irgendwie, dass es jetzt auch für das andere Geschlecht angeboten wird. Ziemlich dringend brauche ich auf jeden Fall Waschmittel für Sportwäsche. Und ja, ich wasche mein Sportwaschmittel immer mit gesonderten Zeugens, damit halt einfach die Funktionskleidung nicht die Wirkung verliert. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich wirklich das noch brauche, aber komm, Leute, ich nehme einfach mal Rasierer mit. Das ist für die Reise auf jeden Fall ultra wichtig. Und guck mal, jetzt bin ich bei den Männern angelangt. Und okay, wollen wir mal nicht so sein. Bringen wir Schatzi auch noch ein paar Rasierer mit. Ich wusste gar nicht, dass es Vitamin Well auch bei DM gibt. Wenn ihr die mal testen wollt, dann kommt doch einfach am 2.3. zu meinem Community Run in Berlin und dann könnt ihr die mal testen, denn ich verteile ein paar Flaschen. So, jetzt noch alles einpacken. Und Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verfalle in der Kasse immer in absoluten Stress, weil die Kassierer einfach immer viel zu schnell sind und ich einfach nicht hinterherkomme, alles einzupacken. Oh mein Gott, was ist hier los? Ich wurde zweimal in der Drogerie angesprochen von euch und ich freue mich ja immer mega, 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 wenn mich irgendjemand erkennt, aber irgendwie ist es mir auch immer super unangenehm. Naja, Grüße gehen raus.